Steuerreform 2.0, neues Spiel, zum Teil neue Spieler und damit neues Glück bei der Regierungsklausur, hat man sich geeinigt. Aber worauf genau? Auf 5 Milliarden Euro oder doch mehr an Entlastungen? Und wie geht es weiter? Die Kardinalfrage ist nämlich unbeantwortet geblieben. Woher soll das Geld zur Entlastung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler kommen? Guten Abend, meine Damen und Herren, bei 60 Minuten Politik direkt aus dem Machtzentrum der Republik, dem Parlament in Wien. Jede Österreicherin und jeder Österreicher vom Baby bis zum Greis hat durch den Staat 30.700 Euro Schulden. Pro-Kopf-Verschuldung nennt man das. Und diese wird nur noch von Italien, Belgien und Irland übertroffen. Pro Erwerbstätigen sind es gar 60.000 Euro. Für diese Staatsschulden fallen Tag für Tag 22 Millionen Euro nur für Zinsen an. Alleine die Stadt Wien wendet dafür mehr als 500.000 Euro pro Tag auf. Soweit, so schlecht. Oder um die schwäbische Hausfrau und ihr viel zitiertes Haushaltsbuch zu bemühen, es wird mehr ausgegeben als eingenommen, immer noch. In dieses Umfeld eingebettet ist das Thema Steuerreform. Fährt der Zug mit dem richtigen Tempo in die richtige Richtung? Und wie soll eine Entlastung finanziert werden? Kann das Klausurergebnis als erwarteter Befreiungsschlag in Sachen Steuerreform gewertet werden? Darüber diskutieren Eva Weißenberger, die Chefredakteurin der Kleinen Zeitung Kärnten. Hallo Eva. Und ich mit den Budget- und Finanzsprechern der Parlamentsparteien. Ich begrüße Kai-Jan Greiner, den Finanz- und Budgetsprecher der SPÖ. Hallo. Schönen Abend. Den Finanzsprecher der ÖVP, Andreas Zakostelski. Grüß Gott. Hallo. Hubert Fuchs, er ist der Finanzsprecher der FPÖ. Hallo. Grüß Gott. Den Budgetsprecher der Grünen, Bruno Rossmann. Guten Abend. Guten Abend. Robert Luger, Team Stornach, Finanzsprecher. Hallo. Und den Finanz- und Budgetsprecher der NEOS, Rainer Hable. Grüß Gott. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und die Bereitschaft zur Diskussion. Neue Steuern versus Einsparungen an den Grundpositionen von SPÖ und ÖVP hat sich auch nach der Klausur scheinbar nichts geändert. Man müsse an einer gemeinsamen Lösung der Kernfrage, nämlich wo das Geld für eine Steuerentlastung herkommen soll, noch arbeiten. Folgende Diskussionspunkte bleiben: eine stärkere Einbeziehung vermögensbezogener Elemente, Millionärssteuer und Negativsteuer für Geringverdiener. Christina Meyer-Busch hat mit den Details der Steuerreformpläne der Regierung beraten. Der Eingangssteuersatz soll von 36,5% in Richtung 25% sinken. Darüber ist man sich einig. Über Gegenfinanzierung und Zeitpunkt noch nicht. Vizekanzler Reinhold Mitterlehner denkt an 2016. Könnte es sein, dass man heute halt dann mit dem 1. Jänner startet oder sie, wie der Herr Bundeskanzler gesagt hat, eine Angelegenheit der Steuerreformgruppe und dann des Parlaments. Ob ein Teil der Steuerreform bereits im Jahr 2015 in Kraft tritt, ist nach wie vor unklar. Die SPÖ spricht sich dafür aus. ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner hält von dieser Variante wenig. Auch Finanzminister Schelling erklärte, er halte eine Etappenlösung ab 2016 für möglich. Endgültig geklärt werden soll die Frage aber erst Anfang 2015. Sollte es die wirtschaftliche Entwicklung zulassen, könne das Volumen erhöht werden, so die SPÖ. Sozialminister Rudolf Hundstorfer geht jedenfalls davon aus. Ich gehe davon aus, dass es uns möglich ist, aus den 5 Milliarden einen höheren Betrag zu machen. Das muss und wird auch möglich sein. Und ich gehe davon aus, dass es natürlich zum Schluss ein gewisser Kompromiss sein wird, aber dass auch unter anderem vermögensbezogene Elemente stärker zum Tragen kommen. Die SPÖ ist ganz klar für eine Entlastung über eine Millionärsteuer und eine Erbschaftssteuer. Die ÖVP bleibt dabei. Sie will keine neuen Steuern. Die Finanzierung müsse rein durch Einsparungen bei Verwaltung und Förderungen erfolgen. Neue Steuern würden nichts bringen, weil es nicht an Einnahmen fehle. Der Staat schwimme im Geld, so Franz Schellhorn, Leiter der wirtschaftsnahen Denkfabrik Agenda Austria. Die Bürger werden auf Leistungen verzichten müssen, wenn Förderungen gestrichen werden. Österreich müsse sich von der Gratismentalität verabschieden, so der Wirtschaftsexperte. Normalerweise kommen bei so einem Thema zuerst die Vertreter der Opposition zu Wort und können kritisieren, was die Regierungsparteien vorgeschlagen haben. In dem Fall, wir haben schon gehört, ist es noch nicht ganz klar, was da eigentlich auf dem Tisch liegt. Deswegen würde ich gerne mit Ihnen anfangen, Herr Abgeordneter Greiner. Der Finanzminister ist von dieser Regierungsklausur in Schladming weggefahren und hat gesagt, 2016 kann er sich unter Umständen, wenn die Konjunktur passt, ein Volumen von 2,5 Milliarden Euro vorstellen. Da werden dann die Lohnsteuerpflichtigen um diese Summe entlastet. Und alles Weitere müsse man schauen, wie sich die Konjunktur dann entwickelt. Hat die ÖVP sie über den Tisch gezogen?
Naja, also ich kann jetzt nicht kommentieren, was der Finanzminister sagt. Das muss die ÖVP intern klären. Wir haben ja gerade vorher gehört den Vizekanzler Mitterlehner, der selber auch von dieser Größenordnung von 5 Milliarden gesprochen hat. Das, was jetzt einmal vereinbart wurde, ist die Größenordnung von 5 Milliarden. Die SPÖ hat vorher immer gesagt, 4 bis 6 Milliarden stellen wir uns vor Steuersenkung, die wir, was im Beitrag leider nicht ganz rausgekommen ist, finanzieren wollen durch Einsparungen, durch höheres Wachstum, durch die Selbstfinanzierungskraft einer Steuerreform und durch gerechtere Steuereinnahmen, dass diejenigen, die heute keinen oder einen zu geringen Beitrag leisten, auch einen Beitrag leisten, nämlich Millionäre in Form von der Millionärsteuer bzw. Millionenerbschaften. Das heißt, das ist ja ein sowohl als auch, sowohl Einsparungen als auch gerechte Steuereinnahmen. Und diese Sachen sind noch nicht fixiert, sondern fixiert ist einmal in etwa die Größenordnung von 5 Milliarden und der Zeitplan. Also wann das in der Regierung beschlossen werden soll, wann das in etwa im Parlament beschlossen werden soll, das ist jetzt fixiert und mehr ist nicht fixiert worden. Ja. Alles andere ist so, dass die Parteien halt hier noch unterschiedliche Positionen haben, wie wir es früher hatten. Das Einzige, was mich sehr freut, ist, die SPÖ hat im Wahlkampf vor der Wahl gesagt, wir brauchen eine Steuerreform, wir brauchen eine Senkung der Steuern auf Arbeit und wir wollen den Eingangssteuersatz von 36 auf 25% senken. Damals waren wir die einzige Partei und mittlerweile wollen das alle. Und das freut uns als SPÖ, dass hier 2015 schon das haben, freut da uns, das freut uns, dass alle Parlamentsparteien in der Zwischenzeit genau diesen SPÖ-Vorschlag unterstützen. Herr Greiner, die Werbebotschaft ist angekommen. Es sind den Lärm übrigens, den Sie hören im Hintergrund, das sind jetzt nicht aufgebrachte Steuerzahlerinnen oder Steuerzahler, sondern das sind Besucher des Parlaments. Das Haus ist ja ein offenes Haus, insofern werden Sie die ganze Sendung lang diesen Lärm hören. Herr Zakostelski, wenn man, und mir passiert das relativ oft, dass mich Menschen auf der Straße ansprechen und dann kommt man eigentlich zu dem Schluss, naja, da kommt ja eh nichts außer. Jetzt ist man sich nicht einmal ganz einig zwischen Finanzminister und dem Vizekanzler, so was ist denn jetzt die Summe? Jetzt hätte ich gerne eine ÖVP-Position gehört. Was ist denn jetzt die Summe, um die Entlastung, um die es gehen soll? Sind es 2,5, die vielleicht möglicherweise bei Vollmond und gutem Wind funktionieren? Oder sind es 5 Milliarden, wie der Herr Greiner gerade gesagt hat und Werbung auch für die SPÖ gemacht hat? Ich glaube, das große Ziel der Österreichischen Volkspartei und mittlerweile auch der gesamten Regierung, und das ist, glaube ich, sehr wichtig vom Stil her, ist, die Österreicherinnen und Österreicher zu entlasten. Wir sprechen deswegen ganz bewusst von einer Steuerentlastungsreform. Mhm. Das Volumen, über das man sich jetzt grob geeinigt hat, da geht es eindeutig um 5 Milliarden. Also das ist jetzt außer Streit. Es geht um 5 Milliarden. Und der Herr Schelling als Finanzminister spielt dann nicht mehr mit um dieses Spiel. Oder verstehe ich das jetzt falsch? Also ich habe den Eindruck, dass man sich bei der Regierungsklausur hier sehr gut verständigt und gefunden hat, dass man diese 5 Milliarden als Ziel anpeilt. Und wie immer, wenn man seriös arbeitet, muss man natürlich auf dem Weg dorthin die einzelnen Bausteine anschauen. Mhm. Es gibt ja diverse Vorschläge, wir kennen das alle vom Rechnungshof, von Wirtschaftsforschern, wie man so ein Volumen auch zusammenbringen kann. Mhm. Aber ich glaube, Sie haben völlig recht mit Ihrer Frage, die Österreicherinnen und Österreicher warten darauf, endlich entlastet zu werden. Mhm. Könnten es, ich möchte nur ganz kurz nachstoßen, könnten es auch bei schlechter Konjunkturlage und all diesen Punkten, die wir auch jetzt im Vorhinein angeführt haben, könnten es auch nur 2,5 Milliarden sein und es ist trotzdem Anführungszeichen ein Erfolg? Ich glaube, wir müssen das Ziel anpeilen, tatsächlich von diesen 5 Milliarden. Ja. Das wird es auch sein. Ich glaube, man merkt allein am Stil und am Gestaltungswillen, den gerade Reinhold Mitterlehner und Schelling hier eingebracht haben, aber ich muss auch sagen, auch vom Koalitionspartner SPÖ kommen, du hast gute Ideen, dass man sich hier gemeinsam gefunden hat und einen Kraftakt setzen will. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass man hier auch die Länder mitnimmt und dadurch auch wirklich in die Sphäre kommt, erstmals über Doppelgeleisigkeiten sprechen zu können, diese abzubauen, Föderalismusreform, Verwaltungsreform und die Themen. Und wenn man da etwas angeht, dann sind die 5 Milliarden absolut realistisch. Herr Rossmann, darf ich gleich noch da nachstoßen, weil Sie daneben schon jetzt ein bisschen ungläubig geschaut haben. Ich hätte folgende Frage. Man hört manche mediale Kritiker, man liest es auch bei euch zum Beispiel, sagen ja, naja, jetzt wird zwar immer noch gestritten, aber nicht mehr vor der Tür, sondern hinter der Tür. Haben Sie als Oppositionspartei sozusagen, als Sprecher einer Oppositionspartei diesen Eindruck, dass jetzt zwar immer noch gestritten wird oder sehen Sie diesen Gestaltungswillen oder gestehen Sie diesen Gestaltungswillen zu? Ja, erstmals kann ich erkennen mit den ersten Einigungen, obwohl sie noch offen sind weitgehend, aber dass hier doch, glaube ich, jetzt das Ziel besteht, zu einer Steuerentlastung zu kommen. Warum das? Das deshalb, weil der Druck auf
eine Steuerreform in Richtung Steuerentlastung so groß geworden ist, dass es da kein Zurück mehr gibt. Ja. Aber wenn Sie sagen, streiten hinter verschlossenen Türen, so habe ich nicht den Eindruck, sondern es wird ja auch vor offenen Türen weiter gestritten, nicht? Der Herr Finanzminister Schelling hat ja gemeint, naja, kann sich nicht vorstellen beispielsweise, dass auch jene 2,5 Millionen Steuerpflichtigen entlastet werden, die keine Lohn- und Einkommensteuer zahlen, weil ihre Einkommen so gering sind. Er kann sich das nur schwer vorstellen, hat er gemeint, während die SPÖ ja das Konzept des ÖGB übernommen hat, wo die untersten Einkommen, also jene, die keine Lohn- und Einkommensteuer zahlen, durch eine Negativsteuer sehr wohl entlastet werden. Also das ist nur eine Frage, wo die Regierung sehr weit auseinander ist. Eine andere Frage betrifft ja die Gegenfinanzierung. Und auch da wird ja nicht hinter den Türen, sondern da wird vor den Türen darüber gesprochen. Es ist ja kein Geheimnis, dass die ÖVP nach wie vor eigentlich kein offenes Ohr hat für das, was man eine Steuerstrukturreform nennt. Ja, das heißt, für eine Gegenfinanzierung durch vermögensbezogene Abgaben. Okay, bleiben wir gleich mal dabei, weil Sie kommen jetzt vom Hundertsten ins Tausendste. Wir müssen die Punkte einzeln abarbeiten. Bleiben wir gleich bei dem Stichwort vermögensbezogene Steuern, Vermögenssteuern. Sie nennen es Millionärssteuer. Die Frage auch an die anderen Herren. Wir haben jetzt gehört, 5 Milliarden bis 2018, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, liegt am Tisch. Darüber diskutieren wir heute. Was sagen Sie beide? Kann man das mit vermögensbezogenen Steuern gegenfinanzieren? Beide können wir nicht sprechen. Der Herr Rossmann wollte es jetzt. Nein, natürlich nicht die ganze Summe. Sie haben von 2 Milliarden. Nein, Sie haben vorher schon, ja. Das weiß ich schon. Wir reden von 2 Milliarden. Schon, na gut, auch nicht keine kleine Summe. Nein, aber Sie haben es ja vorher aufgezählt, wie Sie es machen möchten. Ja. Nein, ist mir schon klar. Ich wollte nur noch mal die Summe festmachen, über die wir insgesamt reden. Und ich wollte die beiden Herren fragen, ob das für Sie eine Option wäre, an die man denken könnte. Nicht dran, ja. Ja, also für mich ist das Wahlkampfgedöse. Wir stehen ja wieder mal vor der Wahlsaison und jetzt geht es halt darum, wieder Segnungen auf die Bevölkerung loszulassen, egal ob auf Pump. Denn um die Wähler einzukaufen, ist anscheinend der Regierung nichts zu teuer. Also Sie sind ganz gegen eine Steuersenkung? Eine Steuersenkung ist selbstverständlich notwendig, aber ist der falsche Schritt. Der erste Schritt muss sein, zuerst einmal darüber nachzudenken, wo kriegen wir das Geld her. Weil jede Steuersenkung überhaupt dann, wenn sie so sein soll, wie es hier auch steht, nämlich ohne neue Steuern und ohne Schulden, muss ja auf Basis von Reformen passieren. Und diese Reformen sehe ich nicht. Das heißt, zuerst müssen wir mal über die Reformen sprechen. Wir müssen mal darüber sprechen, was alles im Argen liegt. Und wir hatten ja gerade eine Steuererhöhung wegen der Hypo. Auch da ist noch keine Lösung in Sicht. Da verweigert sich die Regierung. Und wenn ich mir anschaue, ein Punkt noch zur SPÖ. Der Kanzler spricht immer von Vermögensteuern. Und da geht es ja darum, auch den Mittelstand einzubeziehen, um diese Milliarde, die hier im Raum steht, zu lukrieren. Na, warten Sie, ich bin gleich fertig. Nur, wenn man sich's genau anschaut, dann ist es so. Na, es ist eben nicht falsch. Wenn man sich anschaut, dass man eine Milliarde beim Sozialbetrug sich holen könnte, Herr Greiner, eine Milliarde, und das habe ich von Ihnen noch nie gehört. Das heißt, Sie greifen immer dorthin zu den Leistungsträgern, wollen die besteuern, und wenn es darum geht, den Sozialbetrug, den Sie mit Ihrem Sozialsystem angerichtet haben, abzustellen, da gibt es dann keine Vorschläge von Ihrer Seite, und das ist nicht redlich. Gut, Herr Greiner darf ganz kurz antworten, weil er angegriffen wurde, dann kommt der Fuchs dran. Meine Idee relativ einfach, also man muss beim Sozialstaat immer schauen, dass diejenigen, die einen Anspruch auf Leistungen haben, die bekommen. Mir ist diese Zahl vollkommen unbekannt, diese Milliarde. Mir ist diese Milliarde vollkommen unbekannt. Ich kenne auch die Rechnungshofberichte, ich habe das noch nirgends gelesen. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass die Millionärspartei Stronach halt nicht will, dass Millionäre einen gerechten Beitrag zur Finanzierung von Schulen, von Bildung, von Pensionen zahlen. Was anderes kann man da eh nicht feststellen. Sprechen vom Mittelstand, nicht vom Millionär. Herr Abgeordneter Fuchs kommt jetzt dran. Auch an Sie die Frage. Also für die Freiheitlichen ist ganz klar keine neuen Steuern, also weder vermögensbezogene Steuern noch Erbschafts- noch Schenkungssteuer und auch keine Steuererhöhungen. Und ich darf vielleicht kurz auf diesen Betrag von 5 Milliarden bzw. 6 Milliarden eingehen. Das ist das, was wir in der Vergangenheit über die kalte Progression eingenommen haben, was wir dann ab 2016 oder 2015 oder vielleicht später als die große Steuerreform verkaufen. Das heißt, wir nehmen es vorher den Bürgern weg und dann geben wir es ihm zurück. Das ist überhaupt keine Entlastung, das ist nur ein Verschieben der Steuerbelastung. Ich habe mir das auch angeschaut. Die Steuereinnahmen, die Steuermehreinnahmen eines einzigen Jahres sind 5 Milliarden Euro. Und das wird als große Steuerreform verkauft. Wenn man sich dieses Beispiel im ÖGB-Konzept anschaut, 1500
brutto, wo es wirklich nicht viel ist, bedeutet eine Entlastung von 30 Euro laut ÖGB. Das heißt, hier haben wir eine Steuerbelastung von 50 Euro und die Sozialabgaben schlagen hier mit 256 Euro zu Buche. Der bekommt keine Negativsteuer. Das heißt, eine Entlastung der niedrigen Einkommensbezieher kann nur so funktionieren, dass man hier auch im unteren Bereich auch die Sozialabgaben kürzt, aber bei gleicher Leistung. Das heißt, Sie würden sagen, die Krankenversicherungs- und Pensionsversicherungsbeiträge soll man senken? Auf jeden Fall. In welcher Höhe ungefähr? Haben Sie da einen Vorschlag? Also in diesem Fall bei 256 würde ich sagen um 80% im unteren Einkommensbereich. Das ist eigentlich auch eine Ansage wieder an die Grünen und die SPÖ. Ich kenne ja, also das ist ja, heute ist ja vorgestellt worden, das FPÖ-Reformkonzept mit 8 Milliarden Euro, glaube ich, kosten. Nur über den Daumen kostet es zumindest das Doppelte. Und die Frage ist immer, wer soll das bezahlen? Gibt es ja keine Antwort. Okay. Das ist ja so, morgen ist Weihnachten und jeder kann sich was wünschen. Das ist ja nicht, das ist ja nicht seriös. Nämlich auch den Herrn Habel noch fragen, wenn man die Schulden des Staates sich anschaut, da gibt es eine Rechnung, die heißt, pro Tag werden 22 Millionen Euro nur an Zinsen bezahlt. Wenn ich das ein bisschen umrechne, um das auch greifbar machen, jeder dieser Besucher, die wir da im Hintergrund hören, hier im Parlament, könnten 55 pro Tag ein neues Eigenheim, Einfamilienhäuschen im Wert von 400.000 Euro bekommen, wenn diese Zinsen nicht zu bezahlen wären. Wieso steckt man, wenn man gehört hat, Mehreinnahmen von 5 Milliarden pro Jahr? Wieso steckt man das nicht in den Schuldendienst, damit man die Schulden einmal rückbaut und so sich einen Spielraum schafft? Ja, das müssen Sie die Regierung fragen. Die 5 Milliarden sind natürlich eine reine Überschrift. Es wird nicht festgehalten, wo das Geld herkommen soll. Kollege Fuchs hat es schon gesagt, in Wahrheit ist das auch keine Entlastung der Steuerzahler, sondern es ist im besten Fall ein Zurückzahlen der jährlichen Steuererhöhungen durch die kalte Progression, die wir sowieso haben. Wir haben im letzten Jahr ein Wachstum des BIPs von 0,4% gehabt, also de facto nichts, aber ein Wachstum der Einnahmen von über 4%. Das heißt, der Staat schwimmt in Geld, es sollte mehr als genug da sein und das ist genau das Bedenkliche, warum dann gerade in so einer Situation auch der Schuldenberg immer weiter wächst. Das ist unverantwortlich. Aus unserer Sicht ist es notwendig, nicht nur die kalte Progression, also das automatische Vorrutschen in höhere Steuerklassen zurückzugeben, sondern wirklich zu entlasten. Wenn wir in Österreich nur auf das Steuerniveau von Deutschland runtergehen würden, nämlich auf eine Abgabenquote von 40%, dann würden sich die Haushalte pro Jahr circa 4.000 Euro pro Jahr an Steuern ersparen. 4.000 Euro mehr im Geldbörserl übrig. Und es kann man niemand erzählen, dass das unmöglich ist. Wenn es aber in Deutschland schafft es auch. Weil die Steuerquote senken, das will ja jeder der hier Anwesenden, nur jeder will andere Steuern senken. Welche wollen Sie senken? Die entscheidende Frage ist, also man muss natürlich einerseits den Faktor Arbeit entlasten, man muss auch das Steuersystem ökologisieren, also Richtung Ressourcenverbrauch mehr belasten. Da habe ich von der Regierung auch nichts gehört. Das ist bedauerlich. Die entscheidende Frage ist aber natürlich auch, wo kommt das ganze Geld her? Und wir NEOS haben das von einem Wirtschaftsforschungsinstitut schon mal ausrechnen lassen. Wenn man nur in drei selektiven ausgewählten Maßnahmen Reformen umsetzt, nämlich einen Nachhaltigkeitsfaktor im Pensionssystem einbaut, wie in Schweden, wenn man die Förderungen auf das europäische Niveau senkt und wenn man bei den Ländern ein Benchmarking-System, das heißt Orientieren an den Besten, einführt. Allein dadurch würden wir die Staatsfinanzen schon stabilisieren und für einen langfristigen Schuldenabbau sorgen. Und lassen Sie mich einen zweiten Punkt noch ganz kurz erwähnen. Bitte, der Herr Zakusteski würde gerne antworten und Sie können dann nachher einen zweiten Punkt bringen, weil sonst wird es zu kompliziert, bitte. In aller Kürze, Frau Weißenberger, Sie haben das angesprochen, den Schuldenberg, der berühmte eine Berg, den wir zu viel haben in Österreich. Ich glaube, um hier wirklich weiterkommen zu können, müssen wir das Klima im Lande ändern. Es geht in erster Linie darum, deswegen sprechen wir auch von einer Steuerentlastungsreform, eine Steuergerechtigkeit hereinzubringen, in dem Sinne eine Leistungsgerechtigkeit. Das heißt, wir müssen gerade die Familien und die mittelständische Wirtschaft, die unser Land ganz, ganz stark tragen, entlasten, hier auch dadurch den Konsum ankurbeln. In der weiteren Folge, die zweite Etappe ist es dann tatsächlich, die Schulden abzubauen. Aber zuerst müssen wir ein Klima
schaffen im Lande, das für Investitionen offen ist. Darf ich jetzt kurz, Sie kommen ja ein bisschen aus, Sie kommen ja ein bisschen aus dem Finanzwesen, ein bisschen ist gut gesagt, sehr eng verwoben mit dem Finanzwesen. Jetzt muss ich Ihnen was fragen, Sie haben ein Konto, ich habe auch ein Konto. Ja, auf diesem Konto kriege ich jedes Monat mein Gehalt, Gott sei Dank. Ja, manche kriegen auch ihr Gehalt und andere wiederum nur die Arbeitslose. Ja. Wie wollen Sie denn einen Arbeitslosen erklären, wenn er auf die Bank geht und sagt, ich hätte jetzt noch gerne mir, ich weiß nicht, die Waschmaschine ist kaputt, ja, und ich muss jetzt die reparieren, weil sonst kann ich meine Wäsche nicht waschen. Und der Bankbeamte sagt, es tut mir leid, Ihr Rahmen ist ausgeschöpft. Scheinbar ist ja der Rahmen ausgeschöpft, weil sonst würden nicht alle sagen. Ich weiß, was Sie ansprechen. Ich glaube, das Wichtigste und auch Schwerste ist, immer bei sich selbst zu beginnen zu sparen. Und das ist beim Staat selbst. Das ist auch unser alter Grundsatz, weniger Staat, mehr privat. Das heißt, der Staat muss bei sich selbst beginnen. Und diese Vorschläge, wir kennen sie. Seit 2 oder 3 Jahren liegen die Vorschläge vom Rechnungshof, die berühmten 599 Vorschläge, liegen am Tisch. Allein die Umsetzung dieser Einsparungen würden 4,5 Milliarden Euro im Lande bringen. Mhm. Und hier geht es aber um keine Einschnitte bei den Bürgern, sondern aber beim Sparen in der Verwaltung. Sie sagen das als ein Vertreter der ÖVP, die seit, weiß ich nicht, mehr als 25 Jahren in der Bundesregierung sitzt, in sehr vielen Bundesländern seit 60 Jahren das Sagen hat. Ich meine, ja, schöne Sonntagsrede, aber was soll man da jetzt davon glauben? Wenn Sie mich in dem Fall als Steirer ansprechen, kann ich nur sagen, schauen wir doch in die Steiermark, was eine Reformpartnerschaft wirklich weiterbringt. Und gut. In diesem Sinne bin ich zuversichtlich, dass das auf der Bundesebene in den nächsten Jahren jetzt auch so funktioniert. Eine Reformpartnerschaft. Bitteschön. Sie kommen, Moment, genau. Ja, pardon, ja. Punkt, Herr Hable, natürlich. Also, danke. Aber das kommt jetzt noch. Ich bin noch nicht zum Ausreden gekommen. Herr Rossmann, nein, das bringen wir durch. Sie werden sehen. Kollege Kleiner war schon dreimal dran. Ja, das bringen wir durch. Den zweiten Punkt, den ich noch anfügen wollte, ist, wir brauchen nicht nur eine Entlastung, was Steuern betrifft, sondern wir brauchen eine Entlastung, was die Bürokratie betrifft. Ich habe heute mitgenommen das gesammelte österreichische Steuerrecht. Das tragen Sie in letzter Zeit permanent mit sich herum. Ja, diese Botschaft sollte man auch verbreiten. Das sind 1574 Seiten, kleinst gedruckt. Das ist das österreichische Steuerrecht. Das erwartet man von den Bürgern einzuhalten. Das ist vollkommen unmöglich. Das durchschaut kein Mensch mehr. Die Steuerberater auch nicht mehr. Was wir wollen, ist nicht eine Senkung der Steuerlast, sondern auch ein drastisches Durchforsten des Steuerrechts an sich. So einen fetten Schmöcker brauchen wir nicht. Wir brauchen ein schlankes Steuergesetzbuch, das die Bürger auch verstehen. Es tut mir leid, dass ich Ihnen ständig vorhalten muss, was die ÖVP schon vor Jahren oder Jahrzehnten gesagt hat. Vor sogar mehr als 10 Jahren hat der ehemalige ÖVP-Finanzstaatssekretär Alfred Finz eine Kampagne gemacht und hat gesagt, in Zukunft kann man die Steuererklärung auf einem Bierdeckel machen. Das kann man noch immer nicht, man sitzt immer noch da mit irgendwelchen ausgedruckten Formularen und kennt sich nicht aus. Kommt das jetzt? Kann ich auch Sie fragen, oder ist das halt, fordert das immer die Opposition und die Regierung sagt, wir machen das und da ist ein Bierdeckel und einmal ist es ein Tischtuch und eine Speisekarte. Ich bin immer für einfach, nur man muss ehrlicherweise sagen, das einfach ist nicht immer gerecht. Die einfachste Steuer ist die Kopfsteuer. Ja, jeder zahlt. Lass uns mir ausreden. Ist das gerecht? Okay. Darf ich ausreden? Das wäre total nett. Einfach den Gedanken einmal kurz zu verfolgen. Es ist die einfachste, die Kopfsteuer. Jeder zahlt zum Beispiel 10.000 Euro Steuer im Jahr. Ist sicher die einfachste Form, brauche ich nicht einmal einen Bierdeckel, weil da weiß jeder schon, was er zum Zahlen hat. Das ist aber nicht unbedingt gerecht. Und das, was stimmt, ist, dass unsere Wirtschaft immer komplexer und komplizierter wird und auch das Steuerrecht dahinter. Ich bin immer für Vereinfachung dort, wo es geht. Nur einfach ist nicht immer gerecht. Also dieses, es muss am Bierdeckel gehen, das würde ich nie versprechen, weil am Ende des Tages hält es nicht. Und ich bin froh, dass Sie nur das österreichische Steuerrecht hier haben und nicht das andere Länder, weil da werden Sie mit einem kleinen Büchel nicht auskommen, weil das österreichische Steuerrecht nämlich im Vergleich zu vielen anderen Ländern wesentlich einfacher ist und nicht so komplex, weil da werden Sie nämlich mit Sack ankommen teilweise von manchen Ländern. Aber ja, vereinfachen, ja, aber bitte nicht irgendwelche Sachen versprechen, die keiner hier einhalten kann. Herr Rossmann, jetzt sind Sie dran. Okay, ja. Vereinfachen ist das Stichwort, damit wir den Ball aufnehmen. Wenn Sie einen Steuerberater fragen, ob eine Steuererklärung am Bierdeckel unterbringen wird, wird er natürlich Nein sagen, ja, weil die Einkommensermittlung wird immer kompliziert bleiben.
das, was damals Herr Staatssekretär Fienz gemeint hat, das war der Tarif auf einem Bierdeckel. Der lässt sich dort natürlich unterbringen. Ein Wort zum Schuldenberg. Ja, seit 1986 ist die ÖVP in ununterbrochener Reihenfolge an der Regierung und hat zum Abbau des Schuldenbergs in Wirklichkeit nichts getragen. Er ist permanent aufgebaut worden. Und insofern ist das, was Sie, Herr Zakostelski, sagen, extrem unglaubwürdig, auch in Sachen Gegenfinanzierung. Wenn Sie anschneiden, ja, die Vorschläge vom Rechnungshof und sich genau anschauen, was der Rechnungshof quantifiziert an Daten sagt, da sind viele Kürzungen im Pensionsbereich bei den ÖBB-Bediensteten drinnen, bei den ÖBB-Pensionisten, da sind Umschichtungen im Gesundheitsbereich drin und beim überwiegenden Teil der Maßnahmen steht keine Quantifizierung. Wer eine Steuerentlastung auf eine Verwaltungsreform und Föderalismusreform setzt, setzt eine Steuerreform auf ziemlich dünnen Beinen. Es braucht auch Zeit, ich will nicht falsch verstanden werden, ich bin dafür, dass man das angeht, aber das braucht Zeit und das kann nicht von heute auf morgen umgesetzt werden. Sie haben auch über Leistungsgerechtigkeit gesprochen. Ja, ich bin sehr für Leistungsgerechtigkeit, weil in Österreich der Faktor Arbeit extrem hoch belastet ist. Da sind wir Höchststeuerland. Und bei den Vermögen, das ist nun einmal so, da sind wir Niedrigsteuerland. Ja, da können Sie sich die Statistiken von der OECD anschauen. Und wenn man leistungsgerecht machen will, da bleibe ich dabei, da muss man eine Steuerstrukturreform machen, die so ausschaut, dass die Vermögenden in diesem Lande, die Millionenerben und die Stiftungsmilliardäre, einen Beitrag zur Entlastung der unteren und mittleren Einkommen leisten müssen. Denn ansonsten werden wir ein Steuersystem vorfinden, wie beispielsweise die Steuerentlastung des ÖGB, die auf oben viel zu stark entlastet, die Steuerungerechtigkeit, die im ganzen System drinnen ist, noch weiter verschärft und verstärkt. Und wenn Sie oder Ihr Herr Finanzminister auch gemeint hat, er will etwas für die Konjunktur tun, na, für die Konjunktur kann man nur dann etwas tun, wenn man rasch handelt, ja, und wenn man den unteren Einkommen etwas gibt. Weil wenn man den oberen Einkommen eine Entlastung gibt, da landet jeder Entlastungseuro unmittelbar im Sparbuch. Das wäre aus meiner Sicht vollkommen verfehlt, ebenso wie es verfehlt wäre, eine Steuerreform in Etappen durchzuführen. Wer konjunkturell helfen will, der muss heute und rasch helfen. Aber das ist nicht alles. Natürlich muss man, wenn man Steuerkonzepte und Steuerreformen finanzieren will, muss man auch auf die Ausgabenseite schauen. Das ist schon richtig. Da geht es darum, steuersparend das Geld, die Mittel der Steuerzahler einzusetzen. Das ist keine Frage. Es geht aber auch darum, glaube ich einmal, in Sachen Ökosteuerreform was voranzutreiben. Davon will die Regierung überhaupt nichts wissen, weder die ÖVP noch die SPÖ. Das heißt, es geht darum, Schadstoffe auf der einen Seite und Ressourcenverschwender auf der anderen Seite zu belasten und jene, die sparsam mit Energie umgehen, zu entlasten. Auch das wäre ein Beitrag zur Entlastung der Haushalte auf der einen Seite und der Unternehmen auf der anderen Seite. Herr Abgeordneter Zakostelski hat jetzt dreimal den Kopf geschüttelt und der Abgeordnete Grein hat gesagt, das ist falsch. Zuerst Sie bitte kurz und dann Sie, was da falsch war. Vielleicht in aller Kürze zwei Aufklärungen. Zum einen glaube ich, dass es nicht darum gehen kann, Neid im Lande zu schüren, immer zu sagen, nehmen wir denen oder denen etwas weg, die erben zu viel, die anderen haben zu viele Millionen. Darum kann es nicht gehen. Es muss darum gehen, die Menschen zu entlasten. Aber es geht nicht darum, jemand etwas wegzunehmen, sondern ich habe vorhin schon angesprochen, welche Bevölkerungsgruppen wir entlasten müssen. Wir müssen da mit einem positiven Ansatz reingehen. Und zum zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben, keine Frage, dass die Grünen da auch immer mit vorne dabei waren. Aber wenn wir uns angesehen haben, vor wenigen Tagen hat Bundesminister Ruprechter in seiner Funktion als Umweltminister auch den Klimaschutzbericht präsentiert. Wir haben in den nächsten Tagen auch ein Gespräch mit ihm dazu. Und auch Finanzminister Schelling hat es vor kurzem auch angesprochen. Ich bin ganz der Meinung, dass natürlich die Ökologisierung auch ein entscheidender Punkt in der Steuerreform sein muss. Schauen wir mal. Ich möchte zum Thema Leistungsgerechtigkeit was sagen. Wenn Sie heute Einkommen, kann man ja, also fast alle erzielen ja Einkommen durch Arbeit, aber manche halt durch Zinsgewinne, durch Dividendengewinne, durch Erben, durch andere Vermögens- und Kapitalgewinne. Die arbeiten gehen, die zahlen nur wesentlich höhere Steuern als die über Kapital- oder Vermögenseinkommen beziehen. Und die Frage ist, wo ist denn mehr Leistung hinter einem Einkommen dabei? Jemand, der erbt oder jemand, der arbeiten geht? Das ist ja auch einmal, das ist ja ein bisschen ich als Erbe, wenn ich etwas erbe von meinem Vater, ja, habe ich genau keine Leistung erbracht. Aber Ihr Vater? Für dieses Einkommen. Ja, aber er zahlt es nicht, das zahle ja ich.
Ja, und, ja, aber entschuldige, aber wenn was ich... Schauen Sie jetzt Folgendes. Wenn Sie einen tollen... Wenn ich arbeiten gehe und mit meiner Hände und mit meiner Kopf arbeite, etwas erwirtschafte, zahle ich hohe Steuern. Ja. Wenn ich etwas geschenkt bekomme oder etwas erbe, ohne jede Leistung, zahle ich gar keine Steuern. Okay, das müssen Sie mal mit Leistungsgerechtigkeit übereinbringen. Und jetzt bringe ich Ihnen ein einfaches Beispiel. Wenn Sie sich anschauen, unser Steuersystem. So ist es der gesamte Kuchen, der in Österreich erwirtschaftet wird. Da bekommen 60% in etwa bekommen die arbeiten gehen für ihr Einkommen und 40% bekommen die über Kapital- und Vermögenseinkommen verfügen. Ja? Und jetzt schauen Sie sich an, wer zahlt denn die Rechnung für diesen Kuchen, nämlich die Steuern. Da zahlen die arbeiten gehen, die 60% vom Kuchen bekommen, zahlen 85% der Steuern. Die 40% bekommen, zahlen 15%. Das ist gerecht. Das ist gerecht. Das ist absurd. Dann fragen wir den Herrn Luger, warum. Das ist die funktionelle Verteilung der Einkommen. Schauen Sie es an. Europäische Union, OECD, IWF, alles sagen dasselbe. Wir fragen den Herrn Luca, warum er das gerecht fände. Ja. Oder wo, sagen Sie, wo ist da die Leistung, wenn ich was erbe und keine Steuern dafür zahlen muss? Ja, Sie brauchen sich nur anschauen, warum die Erbschaftssteuer abgeschafft wurde, weil es eben nicht das bringt, was es soll und viele Umgehungsmöglichkeiten. Viele Umgehungsmöglichkeiten gibt es selbstverständlich. Schauen Sie, und letztlich, es ist auch fair, wenn jemand etwas geschaffen hat, auch versteuert hat, auch mit sehr hohen Steuern, und das dem schenkt, dem er es schenken will, dass das dann nicht nochmal besteuert wird. Genauso sind wir auch gegen eine Vermögenssteuer, wo wir die Substanz besteuern. Aber es geht um ganz was anderes. Es geht ja darum, dass die Regierung jetzt Wahlkampf spielt. Die ÖVP und die SPÖ wissen natürlich, die Steiermarkwahl ist wichtig und dann wird halt einmal schnell in die Trickkiste gegriffen, so wie auch in der Vergangenheit. Es werden alle möglichen Steuerentlastungen in den Raum gestellt und das Ganze möglichst auf Pump, um ja nicht, und ich bin gleich fertig, um ja nicht das zu tun, was notwendig ist, nämlich endlich die Länder in die Schranken zu weisen. Denn in Wahrheit halten sich die Länder die Regierung als Schoßhund. Und die Regierung ist in Wahrheit handlungsunfähig. Und diesen Beweis müssen Sie erst antreten, dass Sie es schaffen, auch gegen die Länder Reformen durchzusetzen. Und das schaffen Sie nicht. Und das wollen Sie auch nicht. Und das ist der Grund, warum Sie bei einer Klausur sich darüber den Kopf zerbrechen, wie man Steuergeschenke machen kann und nicht darüber, wie man endgültig Reformen in diesem Land zustande bringt. Darüber sprechen wir noch, aber Sie haben jetzt wieder das Thema gewechselt. Denn Herr Fuchs, würde ich das auch noch gerne fragen. Warum ist es leistungsgerecht, wenn ein Erbe keine Steuern zahlen muss? Das war die Frage vom Herrn Abgeordneten Greiner. Vielleicht einmal ein bisschen, ich sag mal, Licht in das Steuerrecht bringen. Und zwar, es wird immer so getan, und so steht es auch im Steuerkonzept des ÖGBs, Unternehmer zahlen nur 25% Steuern, Körperschaftssteuer. Die SPÖ hat noch nicht kapiert, dass es eine zweite Ebene der Besteuerung gibt, die sogenannte KEST. Das heißt, ich zahle als erst 25% KÖST, ich zahle dann 25% KEST. Und wenn ich das dividiere, dann komme ich auf 43,75% Steuerbelastung. Das heißt, ein Unternehmer sagt, ich gehe in die Rechtsform eines Einzelunternehmens, dann habe ich den Tarif, oder ich gehe in die Rechtsform einer GmbH und ich zahle aber dann 43,75% Steuer und nicht, wie uns die SPÖ immer einschenken möchte, na, die zahlen nur 25% und Kapitaleinkünfte auch nur 25%. Das muss man ja auch aufaddieren. Und der nächste Punkt, ÖGB-Konzept, Lohnsteuerentlastung von 5,9 Milliarden Euro. Was heißt das, Lohnsteuerentlastung 5,9 Milliarden Euro? Das ist ein Einkommensteuertarif und dem unterliegen Unternehmer und auch nicht selbstständig Tätige. Heißt es, dass der Lohnsteuerzahler entlastet wird und der Unternehmer nicht? Jetzt habe ich eine Zahl, 5,9 Milliarden für Lohnsteuerzahler. Und vielleicht kann der Kollege von der SPÖ jetzt einmal sagen, na, wie viel kostet es eigentlich für die Unternehmen im Bereich der Einkommensteuer? Ist es noch dazu 5,9 plus oder ist dieser Tippfehler? Keine Ahnung. Das ist einfach, es gibt die Lohn- und Einkommensteuer, ist ident. Das und ist warum ja steht dann hier nur Lohnsteuer? Um Gottes Willen, da steht halt Lohnsteuer, ja. Aber Lohn- und Einkommensteuer also ist ein identer Begriff. Das ist ein identer Begriff. Wenn ich auf der FH so ein Konzept bekommen würde, das ist ein identer Begriff. Es ist kein identer Begriff. Ach so, was ist denn dann der Unterschied? Also, Sie können mir glauben, ich bin wenn Steuerberater. Ich zahle Lohnsteuer, sobald ich eine Arbeitnehmerveranlagung mache, heißt das Ding Einkommensteuer. Ich stehe bei dem, was ich zahle als Lohnsteuerpflichtiger, stehe ich im ein Budget. Unternehmer bei den zahlt Einnahmen keine der Lohnsteuer, Herr das, was ich zurückbekomme, bekomme ich reduzierte Einkommensteuereinnahmen. Das sind kommuniziert.
kommunizierende Gefäße. Das sind auch budgettechnisch kommunizierende Gefäße. Herr das Klein, Auseinanderrechnen wenn Sie sich bringen Sie gar nicht zusammen. Und jetzt behaupten, okay, dass ein Unternehmer Lohnsteuer zahlt. Nein, aber es sind identische Begriffe. Es sind nicht identische Begriffe, das stimmt es überhaupt nicht. De facto sind es identische Begriffe, aus Arbeitnehmersicht selbstverständlich. Durch die Lohnsteuer wird durch eine Arbeitnehmererklärung zu einer Einkommensteuer. Herr Klein, ich glaube nicht, dass Sie Steuerberater sind. Ist das so oder ist es nicht so? Nein, das ist aber ich ersuche Sie. Meine Arbeitnehmerverlagerung wird zu einer Einkommensteuererklärung. Es ist kein Wunder, dass die anrechenbare Lohnsteuer wird bei der Einkommensteuer herangezogen. Herr Abgeordneter Greiner gesagt hat, da sind auch die Unternehmer gemeint und es wird vielleicht auch im Papier noch ausgebessert werden. Wenn es ums Geld geht, da gehen die Gemüter hoch, das wissen Sie auch vielleicht von zu Hause. Nämlich so hoch wie auch die Gäste hier im Haus, die jetzt gerade unterwegs sind, die auch relativ viel Lärm machen. Ich entschuldige mich dafür. Was sagen also die es betreffen soll, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu den Plänen, zu den bekannt gewordenen Plänen? Anna-Katharina Kreusel hat sich in der Wiener Innenstadt umgehört. Die Umfrage ist nicht repräsentativ. So viel vorweg, die Mehrzahl glaubt nicht, dass man die Steuerreform besonders im Geldbörsel spüren werde. Hier sind die Antworten. Wo man jetzt schaut, wie über Einsparungen sind, ich glaube kaum, dass da das bis 2016, dass man da irgendwas, bisschen was spüren, glaube ich kaum. Eine Steuerreform wäre ja zu begrüßen, aber wir haben einfach kein Geld. Die Staatsverschuldung, die steigt. Jetzt haben wir 81% und irgendwann müssen die Jungen das doch einmal finanzieren. Irgendwas wird schon passieren, aber großartig wird sich auch nichts ändern. Also die Auswirkungen sind eh meistens nicht wirklich zu spüren, finde ich. Der Mittelstand müsste entlastet werden. Die geben auch dann wieder mehr Geld aus, nicht? Durch Verwaltung kann man sicher was einsparen. Vermögensteuer natürlich auch, aber das ist schwierig, da weiß ich nicht, was ich dazu wirklich sagen soll. Natürlich nimmt man es denen gern weg, die viel haben, aber ob das so gerecht ist, ist eine andere Sache, nicht? Meines Erachtens nach ist bei uns in Österreich der Einstiegssteuersatz wesentlich zu hoch und da müsste man in erster Linie ansetzen. Und wenn man jetzt natürlich sagt, ja, aber die Familien müssen auch und die müssen auch, ja, dann wird es knapp, weil man kann halt den Kuchen nur einmal verteilen. Ja, also wir haben da einen extrem teuren Föderalismus. Wir haben, und da kommt gleich einmal, wir haben, glaube ich, Förderungen ohne Ende. Wir fördern alles Mögliche. Wir könnten mal unsere Sozialleistungen einmal anschauen. Da gibt es auch sicher einiges, was man besser machen kann. Also wir haben genügend Einsparungspotenzial und das Geld sollte man dann eben in diese Reform investieren. Herr Abgeordneter Rossmann, ein Herr in diesem Beitrag hat eben gesagt, der Einstiegssteuersatz müsste auf jeden Fall sinken und er hat auch die Negativsteuer, was Sie vorher auch angesprochen haben, da so angedeutet zumindest. Die Frage an Sie, was ist überhaupt diese Negativsteuer? Und die zweite Frage, ist das denn gerecht, wo wir doch eh schon so viele Sozialleistungen haben? Dass der Eingangssteuersatz in Österreich zu hoch ist, das diskutieren wir schon seit etlichen Jahren. Es ist daher politisch der richtige Weg zu sagen, wir müssen von 36,5 herunter auf 30 oder 25. Das ist immer eine Frage dessen, wie viel man finanzieren kann. Und ich finde schon, dass es gerecht ist, auch die unteren und untersten Einkommen, nämlich jene 2,5 Millionen Menschen zu entlasten, die keine Lohn- und Einkommensteuer zahlen, das sind nicht nur Lohnsteuerpflichtige, sondern das sind auch Kleingewerbetreibende, das sind Ein-Personen-Unternehmen und dergleichen und dass diese schon entlastet werden müssen. Und zwar deshalb, weil sich die Entwicklung der Löhne und auch der Einkommen im selbstständigen Bereich in den letzten Jahren sehr, sehr mager entwickelt haben. Ja. Also wenn man sich anschaut, die Brutto-Reallohnentwicklung, die war in den letzten Jahren seit 2010 mit einer Ausnahme negativ, wenn man die Steuern dazu zählt, seit 2010 überhaupt negativ. Und dann muss man natürlich sagen, wie Sie richtig sagen, man muss sich schon auch das Gesamtsystem einschließlich der Transferleistungen anschauen. Und die Transferleistungen haben natürlich in Österreich schon deshalb eine Berechtigung, weil wir in Österreich ein Steuersystem haben, über das überhaupt nicht umverteilt werden. Wenn wir unser gesamtes Steuersystem anschauen, Lohnsteuer, Einkommensteuer, Verbrauchsteuer, Sozialversicherungsbeiträge, so zeigen die WIFO-Untersuchungen aus der Verteilungsstudie immer eines. Keine Umverteilung über die Steuerseite, daher erfolgt die Umverteilung eben über die Ausgabenseite und über die Transferseite. Daher
hat beides Berechtigung. Einerseits die Transferleistungen, wodurch sehr stark umverteilt werden, und andererseits aber auch die Lastung der unteren Einkommen, weil nur die, wenn sie entlastet werden, jetzt konjunkturell helfen können. Es nutzt nichts, wenn ich einen Tarif habe, der die oberen Einkommen, weiß nicht, bei 8.000 Euro brutto oder 8.500, wie mein Einkommen ist, entlaste. Das fließt nicht in den Konsum, das trägt zur Konjunkturbelebung überhaupt nichts bei. Herr Zakostelski, Franz Schellhorn von der Agenda Austria, das ist ein wirtschaftsnahes, eine wirtschaftsnahe Denkfabrik, Think Tank, sagt man dazu. Der sagt, der Haushalt sei strukturell nicht in Ordnung, Österreich schwimme im Geld. Wir haben das heute schon einmal angesprochen. Sind da bei Ihnen nicht die Alarmzeichen, irgendwie Alarmstufe Rot? Sie können sich noch an Raumschiff Enterprise erinnern, ja, wo Sie sofort beginnen müssen zu schrauben. Wenn dieser Haushalt nicht strukturell nicht in Ordnung ist und wenn das einer sozusagen aus dem wirtschaftsnahen Bereich sagt, der wird so unverdächtig, sage ich einmal. Also ich glaube, geschwommen sind wir heuer in erster Linie aufgrund des vielen Regens im Lande im Sommer. Im Geld schwimmen wir, glaube ich, nicht wirklich offensichtlich. Allerdings gibt es die Möglichkeiten durch Einsparungen, die ich schon angesprochen habe, die der Rechnungshof, die auch das WIFO aufgezeigt hat und die auch Schellhorn immer wieder aufzeigt, sehr wohl solche Einsparungen zu treffen, damit der Staatshaushalt wieder ins rechte Lot kommt. Was Schellhorn konkret meint, dass wir im Geld schwimmen, möchte ich persönlich noch hinterfragen. Also da kenne ich seine Detailaussagen nicht. Vielleicht darf ich aber eine Ergänzung anbringen zu dem, was Professor Rossmann vorhin gesagt hat. Die berühmte Negativsteuer, wenn Sie erlauben, ein Wort dazu. Ich glaube, Negativsteuer ist von der Logik her eine sehr interessante Konstruktion, weil logisch nicht wirklich umsetzbar. Die Österreichische Volkspartei ist für mich von der Definition her eine christlich-soziale Wirtschaftspartei. Christlich-sozial bedeutet für mich, dass wir natürlich für die ärmsten Menschen im Lande da sein müssen und da sehr treffsicher das soziale Netz spannen müssen. Aber die Betonung liegt auf treffsicher und nicht mit der Gießkanne. Und insofern ist Negativsteuer, das heißt, jemand, der keine Steuer zahlt, soll noch eine Steuer herausbekommen, schon eher eine recht kuriose Konstruktion. Man kann es ja auch über Sozialversicherungslösungen machen. Ja, es ist ein anderer Weg, muss ja nicht die Negativsteuer sein. Wenn man sich den Lohnzettel anschaut, dann hat er ein Brutto und ein Netto und dazwischen hat er Abzüge. Und die Abzüge bestehen aus Sozialversicherungsbeiträgen und bestehen aus Lohnsteuer. Ja, also wenn er ein unselbstständiger Erwerbstätiger ist, sonst könnte eine Einkommensteuer dort stehen. Aber es ist ja genau derselbe Betrag. Ja, ist egal, ob sie selbstständig oder unselbstständig sind, die Steuer ist immer dieselbe, die sie zahlen. So, und jemand, der zum Beispiel 1.500 Euro verdient, zahlt geschätzt 270, 280 Euro Sozialversicherung und nur unter Anführungszeichen 50 Euro Lohnsteuer. Und jemand, der unter 1.300 brutto verdient, zahlt zwar auch seine 210 Euro Sozialversicherung, circa im Monat, und keine Lohn- und Einkommensteuer. Aber also spüren tut er ja dann trotzdem, weil die Last auf seinem Einkommen, das ist halt als Sozialversicherungsbeitrag. Und die Negativsteuer, das ist ja die Negativsteuer, da gibt es ja verschiedene Varianten. Das letzte Mal haben wir, da die FPÖ dagegen gestimmt, haben wir ja eben die Arbeitslosenversicherungsbeiträge, das sind Sozialversicherungsbeiträge, gesenkt. Das haben wir ja gemacht 2009, da war die FPÖ noch dagegen, jetzt schlägt sie es vor. Und eine andere Variante ist die sogenannte Negativsteuer, wurde mit der ÖVP eingeführt in den 90er Jahren, nämlich dass man einen Teil der Sozialversicherung, die man bezahlt hat, zurückbekommt als Steuergutschrift. Das ist technisch einfach gibt es verschiedene Wege, das zu machen. Und das ist aber in dem dicken Buch drin, weil es einfach hier darum geht, wie kann man, sage ich einmal, eine Steuersenkung oder eine Abgabensenkung nicht nur für einen Teil, sondern für möglichst von alle, die von dieser hohen, also von der hohen Belastung von Steuer und Abgaben auf Arbeit betroffen sind, wie kann man hier diese Senkung für alle Gruppen erreichen? Und das ist eine technische Variante und ich würde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, Herr Kleiner, ich möchte nur eine Nachstoßfrage dazu stellen. Das reicht ein einfaches Ja oder Nein. Die Frage ist, ist aus Ihrer Sicht der Haushalt strukturell in Unordnung oder in Ordnung? Einnahmenseitig total in Unordnung. Das ist ja unser Problem. Und ausgabenseitig? Ausgabenseitig, glaube ich, gibt es durchaus Effizienzpotenziale, wie in allen großen Unternehmen. Was heißt das? Bitte? Was heißt das mit Effizienzpotenzial? Ich glaub, können Sie das ein bisschen auf den Punkt bringen? Ich glaube, dass alle, also wie auch jede große Firma oder jede große organisatorische Einheit, gibt es halt wahrscheinlich beim ORF auch, das wissen dann die Leute, die dort arbeiten, ja, am besten, wo, sage ich mal, wo
Geld verloren geht, wo man effizienter arbeiten könnte, wo Reibungsverluste sind. Wissen Sie, wo Geld jetzt gerade aktuell verloren geht, aus Ihrem Gefühl? Da müssen wir sofort reinhauen, weil das muss man ändern. Das hat nichts mit reinhauen zu tun, das ist auch nicht reinhauen. Sie werden beim ORF ja auch nicht sagen, jetzt müssen wir da reinhauen. Ja? Naja, wir müssen Einsparungen umsetzen. Sie sich einsparen? Aber Sie würden niemals auf die Idee kommen zu sagen, jetzt müssen wir reinhauen. Ein bisschen ich möchte es ein bisschen auf den Punkt bringen. Wo würden Sie es ändern? Ich glaube, dass im Bildungssystem zum Beispiel, in der Familienförderung, also in der Art und Weise, nicht bei der Bildung sparen, aber im Bildungssystem. Ganz einfach. Ja. Wir geben von allen Ländern, die vergleichbar sind mit uns, gehören wir zu denen, die fast am meisten Geld ausgeben für Bildung und auch am meisten Geld ausgeben für Familienförderung. Mhm. Und wenn ich mal anschaue, was erreichen wir mit diesem Geld, dann sind wir im Bildungssystem die Ergebnisse, sagen wir mal, mittelmäßig. Und im Bereich der Familie ganz schlecht. Aber da können Sie ja noch nichts einsparen. Nein, das sage ich. Sie wollen das ja noch effizient. Herr Luger, ich glaube, also, dass es immer wichtig ist, ich muss einen kleinen Kuli runterwerfen, das ist schon ganz wichtig, das ist ja schon ganz wichtig, dass man das Geld eben effizient, zielgerichtet ausgibt. Und wenn Sie mich fragen, wo sehe ich Potenziale in Österreich, dann sehe ich zum Beispiel, dass in der Familienförderung das Geld teilweise sehr schlecht ausgegeben wird. Ja. Also Sie würden dort sogar einsparen, wenn man es auch besser, effizienter einsetzt? Ich glaube, ich würde es effizienter einsetzen. Ja. Herr Luger. Ja, also schauen Sie, wenn Sie sich anschauen, wenn Sie den Herr Greiner fragen nach Einsparungen, drückt er sich herum die längste Zeit und dann kommt er auf Familie und Bildung, wo man sparen könnte, dann sieht man, bei der Gewerkschaft, da geht es immer nur darum, wie kann man Geld ausgeben und nicht, wie kann man sparsam agieren. Weil Ihnen müsste einfallen, dass man bei den Ländern sparen kann, dass man beim Sozialbetrug was machen kann, dass man generell bei den Sozialleistungen etwas tun könnte. Na, bei den Länderrechten. Wir wissen ja, dass die Länder sich sperren im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, dort kann man sehr viel einsparen, aber das wollen sie nicht, weil da gibt es natürlich starke Landeshäuptlinge und da drückt sich die Regierung herum. Und dass die Gewerkschaft um sie immer nur neue Segnungen auf Bund machen wollen, das ist klar. Bei der ÖVP bin ich etwas enttäuscht, muss ich sagen, dass die ÖVP bei Ihnen mitmacht bei diesem Spiel und nicht auf das schaut, was Sie immer wieder vorstellen, nämlich die ÖVP. Die ÖVP macht da leider mit bei diesem Spiel der SPÖ, von der SPÖ und von der Gewerkschaft sind wir es eh gewöhnt, aber die ÖVP sagt immer das Gegenteil von dem, was sie tut. Nämlich sie sagt, wir brauchen Reformen und das höre ich jetzt schon seit ich im Parlament bin, das sind viele, viele Jahre. Reformen, Reformen, Reformen und es scheitert immer wieder an den Ländern und an der wenigen Bereitschaft, hier etwas zu tun. Und ein Punkt noch, wenn Sie eine Klausur machen, bitte als nächstes, nicht wieder darüber nachdenken, wem schenken Sie was, sondern darüber nachdenken, wie können Sie Österreich in Ordnung bringen. Und um das geht's. Und da drücken Sie sich rundherum herum und das habe ich mir von der SPÖ und von der Gewerkschaft natürlich erwartet, aber von Ihnen, von der ÖVP nicht. Der Herr Habel und dann Sie sind direkt angesprochen, Herr Zakoslewski. Sie haben völlig recht. Ich möchte mal kurz zur Negativsteuer sprechen. Und zwar der Kollege von der SPÖ scheint sein eigenes Modell nicht zu kennen, wenn er das Beispiel nennt mit 1.500 brutto. Bei 1.500 brutto hat man nach dem ÖGB-Modell eine monatliche Ersparnis von sage und schreibe 35 Euro. Das ist eine Verhöhnung der Steuerzahler. Der zahlt weiterhin 256 Steuer bzw. Sozialabgaben. Warum kann man sich nicht dazu durchringen, endlich einmal die Sozialabgaben in diesem Bereich zu reduzieren? Das ist der eine Punkt. Und wenn man immer von Negativsteuer spricht, jetzt überlegen Sie einmal Negativsteuer. Das ist die große Errungenschaft, Negativsteuer jetzt auch für Pensionisten. Wie macht man einen Steuerausgleich über Finanz Online? Na, und der Pensionist, der soll jetzt über Finanz Online einen Steuerausgleich machen. Zuerst nimmt man es ihm weg und dann soll er über Finanz Online einen Steuerausgleich machen über Internet. Dann kann man ihn ja vorher entlasten. Weniger Sozialabgaben. Herr Hable. Und dann, das grundlegende Prinzip der SPÖ-ÖVP-Regierung, vor allem auch der SPÖ, muss ich sagen, immer darauf zu achten, dass möglichst viel Steuergeld eingenommen wird, dass den Menschen möglichst viel weggenommen wird, um dann wie ein Mäzen großzügig durchs Land zu fahren und das ganze Geld, was man vorher den Menschen weggenommen hat, wieder zu verteilen. Das ist einmal ein grundsätzlich falscher Ansatz.
Wenn von Heben von Effizienzpotenzialen gesprochen wird, dann erweckt es ja den Eindruck, als wären es nur ein paar Kleinigkeiten, die man vielleicht da und dort herumschrauben könnte. Ich habe zu Beginn schon gesagt, wenn wir nur die Steuerquote hätten wie in Deutschland, dann würde das bedeuten, dass jeder österreichische Haushalt 4.000 Euro pro Jahr weniger an Steuern zahlen würde. Und in Deutschland ist nichts, das kann mir niemand erklären, dass die öffentlichen Dienstleistungen in Deutschland schlechter sind als in Österreich. Der Unterschied ist ein anderer. Es ist kein Unterschied in der Qualität der öffentlichen Dienstleistungen, es ist ein Unterschied, dass sich die Regierungsparteien einfach die Milliarden nehmen, um sie ihren Klientelen zuzuschieben. Auch unter anderem mit der hohen Parteienfinanzierung. Da sind wir auch Weltmeister. Nur nicht dort in den Zukunftsthemen, wo wir es eigentlich sein sollten. Aber können Sie vielleicht auf diesen Einwand auch konkret eingehen? Pensionen sind halb so hoch. Genau, bitte. Halb so hoch. Eine neue Pension von einer Frau in Deutschland sind 500 Euro, in Österreich 990. Also er hat schon kapiert. Einem Mann sind sie 950 und in Österreich 2030. Das ist genau die halben Pensionen. Das sind die 30%. Das ist einfach die Bitte. Ja, deswegen habe ich ja eingegriffen. Erklären Sie uns, dass das in Deutschland die große Armut ausgebrochen ist. Das ist doch vollkommen absurd. Der große Unterschied, der zwischen Österreich und anderen Ländern besteht, nicht nur Deutschland, auch in der Schweiz, dass bei uns die Menschen in die Frühpension getrieben werden. Und dieses System ist nicht haltbar. Und das ist eine Politik auf Kosten der Kinder und der Enkelkinder. Sagen Sie das offen. Sagen Sie das offen. Sie betreiben nur Klientelpolitik. Und der zweite Punkt, den ich noch ergänzen möchte, weil die SPÖ immer so vehement auf Vermögenssteuern beharrt. Da muss man das eine dazu sagen, Ich hatte am Anfang noch keine Gelegenheit, zur Vermögenssteuer was zu sagen. Daher möchte ich das nachholen. Der einzige Grund, warum Österreich hinter anderen Ländern nachhinkt bei Vermögenssteuern, ist die Grundsteuer. Das ist der Unterschied. Und dann sollte man dazu sagen, wenn man die Grundsteuern erhebt, dass die auch zu einem Gutteil auf die Mieter überwälzt werden, nämlich ganz offiziell und legal. Und der zweite Punkt ist, es ist einfach Populismus, der betrieben wird. Ich meine, es kann mir doch niemand erklären, dass der Didi Mateschitz alleine den österreichischen Staatshaushalt sanieren wird. Nein, sind eh 60.000 Haushalte betroffen. Ja, das behaupten Sie. Aber die paar Milliardäre, die das betreffen, wird nicht alleine werden, den Haushalt nicht sanieren. Das, worauf sie wirklich abzielen, sind die 650 Milliarden Sparguthaben, die Österreicher und Österreicherinnen haben. Haben sie gar nicht. Diese 650 Milliarden Sparguthaben, auf die will man in Wort losgehen. Okay, das ist angekommen. Herr Zakostelski, Sie sind heiß auf Sparguthaben der Steuerzahler, also 650 Milliarden. Na, das habe ich eher Richtung SPÖ. Richtung SPÖ. Na, darf die Frage wollen wir dann. Ich möchte gerne in aller Kürze mit einem mehr ein bisschen aufräumen. Es wird immer so hochgespielt, der Bund gegen die Länder. Und auch Kollege Luger hat auch vorhin wieder gesagt, man muss endlich eine Reform gegen die Länder machen. Eine Reform mit den Ländern. Das ist der entscheidende Weg. Und da hat Schelling, glaube ich, sehr gut gezeigt in seiner Zeit als Hauptverbandspräsident, wie er so etwas anlegt. Nämlich mit den Ländern gemeinsam schauen wir uns die Gesundheitsreform an, was da weitergegangen ist. Und wir können uns auch anschauen, weil immer wieder die Regierungsverantwortung der ÖVP angesprochen wird, dort, wo die ÖVP tatsächlich die Länder führt, schauen wir uns Schauen wir uns Oberösterreich an, da ist der Haushalt durchaus effizient aufgestellt. Und ich glaube, wir können da durchaus zu hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Ich glaube, wenn wir Schelling hier mit den Ländern verhandeln lassen, auch was gewisse Doppelgeleisigkeiten betrifft, dann wird der Effizienzgewinn hier sicher machbar sein. Ja, Herr Greiner. Kärnten, Niederösterreich, niedrigste Wien, aber das ist ja egal. Erstens, 500.000 Euro jeden Tag. Unterschied zu Deutschland sind im Wesentlichen die Pensionen. Jemand, der heute in Deutschland eine Pension kriegt, bekommt genau die Hälfte von jemand, der heute in Österreich in Pension geht. Das können Sie bei Männern, bei Frauen sich anschauen. Und das macht aus, ich sage Ihnen nur, das ist genau der Unterschied von dieser 3% BIP-Quote. Das sind die halb so hohen Pensionen für jemand, der heute neu in die Pension geht. Die andere Frage, die gekommen ist, war die Frage ob der jetzt der Mateschitz das alleine zahlt. Nein, es will niemand den Haushalt sanieren. Es geht nur darum, dass heute Menschen, die auf der Schokoladeseite des Lebens sind, die auf der Butterseite des Lebens sind, die zahlen eh hohe Steuern, aber die auf der Schokoladeseite sind, zahlen eben nicht einen vernünftigen Beitrag. Die zahlen weniger als der Durchschnitt.
Und es geht darum, und es gibt 60, es geht nicht, es gibt 60.000. 30% Einkommensteuer. Es gibt, ja, das sind macht 17% aus. Zahlen, die sind ja, Rentner, keiner, das ist reine Sündenbockpolitik. Zwei Drittel zahlen auch keine Tabaksteuer. Das ist alles, das ist irrelevant. Sie reden über die Lohn- und Einkommensteuer, die macht 17% der Einnahmen aus. Und die 83% blenden Sie immer aus. Die blenden es aus. Die Sozialversicherung macht doppelt so viel aus. Das ja, blenden Sie aus. Die haben Sie in Ihrem Steuerkonzept, stimmt doch haben Sie weggelassen. Nicht. Nein, wir das haben Sie in der gesagt. Vergangenheit. Es geht ja nicht, dass man sich nur auf die Einkommensteuer konzentriert. Aber was auch ist denn eine Negativsteuer? Eine Negativsteuer ist ja genauso so eine Sozialversicherung. Das ist ja falsch. Warum machen Sie dort nichts? Deswegen, wahrscheinlich deswegen, weil die SPÖ dort haben Sie das System. So können wir nicht diskutieren. Haben Sie das System? So geht's nicht. Das System der Negativsteuer baut eben genau auf der Sozialversicherung auf. Und deswegen lassen wir es ja nicht aus, sondern wir verwenden ja genau das System der Negativsteuer, um die Sozialversicherung, einzubeziehen. Das ist einfach die eine Situation. Nein, es glaubt niemand, dass der Mateschitz unser Budget saniert. Und es geht nicht um ein paar wenige, es geht um 60.000 betroffene Haushalte. 60.000 Millionäre, die mehrere Millionen, nicht eine, weil die erste ist ja frei, die mehrere Millionen haben. Und die besitzen das weit mehr als die Hälfte. Das ist weit mehr als die Hälfte des Vermögens in Österreich. Weit mehr als die Hälfte. Das sind vielleicht Herr Greiner, Herr Hable, das ist angekommen. Ich möchte noch eine Schlussrunde machen, nämlich mit etwas, was auch ein bisschen greifbar ist. Und die Frage ist, bitte, woher glauben Sie, und da frage ich jetzt wirklich alle, woher glauben Sie, wird am Schluss das Geld kommen? Sie sind überzeugt von der Vermögenssteuer? Nein, ein Teil davon. Ein Teil, okay, ein Teil davon. Nicht einmal woher wird es dann letztlich aus Ihrer Sicht kommen? Wenn Sie, also Sie sind ja alle für Steuerentlastung, glaube ich. Ich nicht. Nein, Sie nicht. Okay, Sie nicht. Okay. Also, woher wird es kommen? Es kann nur, also ich lass mich positiv. Woher wird es wahrscheinlich kommen? Na, wo glauben Sie, wird es herkommen? Ja, das müssen Sie der Regierungsparteien fragen. Sie sind in der Regierung und haben die Vorschläge auf den Tisch zu legen. Unser Vorschlag von uns NEOS wäre, wie ich zuerst gesagt habe, das haben wir durchrechnen lassen, zum Beispiel bei den Förderungen zu kürzen, einen Nachhaltigkeitsfaktor im Pensionssystem einzuführen und auch den Föderalismus neu aufzustellen, nämlich einen echten Föderalismus aufzustellen. Mhm. Die Wirtschaftsforscher, also nicht nur wir, sondern auch andere Experten sagen, damit kann man das Budget nachhaltig sanieren und Schulden abbauen. Mhm. Woher wird es kommen aus Ihrer Sicht, Herr Rossmann? Ich bin nicht eine der beiden Regierungsparteien, naja, aber mein Wunsch wäre der, dass ein erheblicher Teil aus der Besteuerung von Vermögen kommt, Erbschaftssteuer, Steuern auf Privatstiftungen, ein bisschen was aus der Grundsteuer. Darüber hinaus aber auch aus Streichung von Steuerbegünstigungen, etwa im umweltschädlichen Bereich. Wir haben so viele Steuerbegünstigungen und Befreiungen, nicht nur im Einkommensteuerrecht, sondern auch im Umsatzsteuerrecht und anderswo. Das muss man angehen, da ist was zu holen. Wir haben Potenzial bei den Förderungen, auch da ist was zu holen. Wir haben Potenzial bei der Betrugsbekämpfung, im Inland nämlich, national, im Bereich der Umsatzsteuer beispielsweise. Und das, was immer angesprochen wird als Potenzial für Finanzierung von Steuersenkungen, nämlich eine Verwaltungs- und Föderalismusreform, das muss gemacht werden aus meiner Perspektive, dient aber dazu meines Erachtens, um mittel- bis langfristig die Abgabenquote im Land zu senken. Herr Luga, woher wird es kommen? Sie sind zwar dagegen, aber woher wird es kommen aus Ihrer Sicht? Ich bin natürlich für eine Steuersenkung, aber erst das zweite Schritt. Ja? Der erste Schritt muss eine Reform sein. Und da sträuben sich alle dagegen, weil es nur darum geht, Geld auszugeben und nicht darum geht, wie kann man den Staat effizienter gestalten. Und wir haben ein riesiges Krebsgeschwür, das Verwaltung heißt, das sich immer weiter aufbaut. Und hier kann man reinschneiden und bei vielen, vielen anderen Bereichen muss man etwas tun. Da ist die Regierung nicht bereit. Aus Ihrer Sicht? Und deshalb bin ich für eine Steuersenkung, aber erst das zweite Schritt, weil es bringt nichts, wenn man jetzt irgendjemanden 30 Euro schenkt, wenn man den Staat auf Dauer ruiniert. Und wir haben ja gehört, 22 Millionen pro Tag an Zinsen bei niedrigen Zinsen. Stellen Sie Ihnen vor, die Zinsen steigen. Das heißt, es ist Handlungsbedarf und da gehört endlich was getan. Herr Fuchs? Wir sind Subventionsweltmeister, das heißt, man kann hier sofort Millionen bzw. Milliarden lukrieren, man kann sofort im Steuerbereich Milliarden lukrieren und im Verwaltungsbereich denke ich an die Rechnungshofvorschläge, das geht natürlich nur mittelfristig. Mhm. Herr Greiner, woher glauben Sie, wird das Geld am Schluss kommen? Es wird eine Mischung sein aus Einsparungen, effizienter werden des Staates und aus gerechteren Steuereinnahmen.
relativ einfach. Und diese Absurditäten von, wir sind Subventionsweltmeister, ja, weil wir unsere Spitäler über sogenannte Subventionen, also weil die halt ausgegliederte Einheiten sind und deswegen bei der Subvention mitgerechnet werden. Das sind ja oft einfach statistische Sachen. Der 13., 14. gibt es nur in Österreich. Deswegen sind die sogenannten indirekten oder die Steuerförderungen bei uns höher als woanders. Eine Frage das noch. Sind, 13, 14 man angreifen, muss ein steuerlich gesehen angreifen und dafür einen Steuerpreis keinen Fall. Nein. Wie schaut es bei Ihnen hat aus? Niemand vor. Vier Woher Punkte ganz kurz. Effizienzgewinn, Bürokratie abbauen, also zielt also beides sehr stark auf die Verwaltung auf. Förderungen sind bereits angesprochen worden. Das WIFORT errechnet, dass allein durch das Streichen von Doppelförderungen 1,5 Milliarden gehoben werden können. Und nicht zuletzt natürlich auch der Abbau von Steuerbegünstigungen, die vielleicht keine Berechtigung mehr haben in der heutigen Zeit. Wenn es ums Geld geht, hitzige Diskussionen. Meine Herren, herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft und die Diskussion. Eva, ich danke auch dir. Meine Damen und Herren, wir sehen uns wieder bei 60 Minuten Politik direkt aus dem Machtzentrum der Republik, dem Parlament in Wien, heute in einer Woche am Donnerstag, den 9. Oktober ab 22.25 Uhr. Dann mit diesem Thema, das Heer vor dem Kollaps hat das Militär endgültig ausgedient. Zu Gast sind die Wehrsprecher der Parlamentsparteien. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Weiterhin informatives Fernsehen mit ORF 3 Kultur und Information. Guten Abend.